Hallo ihr Lieben, heute komme ich mit einem speziellen Video bezüglich der Dualseelen. Und zwar geht es in diesem Video um die Zwischenprüfungen in einem Dualseelenprozess. Und zur Anregung habe ich hier drei Karten ausgelegt: die Ringe, die Wurzeln und die Begegnung. Und ich glaube so, wenn man in einem Dualseelenprozess ist, wird man in gewissen Abständen immer wieder vor Zwischenprüfungen stehen. Das heißt, wenn du als Loslasser deine Lernaufgaben machst, wirst du von der geistigen Welt immer wieder dann in regelmäßigen Abständen zu deinem Gefühlsklärer geführt. Entweder durch zufällige Begegnungen oder er meldet sich nach einer gewissen Zeit wieder. Und ich vergleiche das immer wieder mit dem Schulsystem. Wenn jetzt ein Kind in die Schule geht, im Laufe der Schulbahn hat es immer wieder Zwischenprüfungen, um zu schauen, ob dieses Kind reif ist, in die nächste Stufe oder in die nächste Klasse aufzusteigen. Und so verhält es sich meines Erachtens auch mit Dualseelen. Es kommt, wenn du in diesem Prozess drinnen bist, wenn du diese Lernaufgaben machst, generell zu diesen Zwischenprüfungen. Das kann, wie gesagt, wirklich in Form von Treffen sein, von, dass er sich meldet. Was passiert dann bei diesen Zwischenprüfungen? Da wird einfach geschaut, wie weit du schon bist, ob du vielleicht wieder gleich reagierst, wenn sich dein Gefühlslehrer plötzlich meldet, ob du euphorisch bist, ob du dich wieder auf gewisse Dinge einlässt, ob du hier keine Grenzen setzen kannst, ja. Und da glaube ich einfach, dass diese Zwischenprüfungen notwendig sind, um zu schauen, für dich auch zu schauen, wo hier noch Mangel ist. Ich selbst bin ja auch in einer Dualseelenbindung, ja, aber ich habe das jetzt schon 4 Jahre, weiß aber jetzt erst seit einem Jahr ungefähr, dass mein Gegenüber meine Dualseele ist, anhand von Rückführung, die ich gemacht habe. Jedenfalls weiß ich definitiv, dass mein Gegenüber eben meine Dualseele ist. Und davor, wie ich es noch nicht gewusst habe, wie ich mich mit dem Thema auch noch nicht auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich auch meine Lernaufgaben nicht gemacht, weil ich ja nicht wusste, worum es geht. Da war ich immer wieder in dem gleichen Muster drinnen. Er hat sich gemeldet. Ich habe immer wieder gleich reagiert und das ging über 3 Jahre so. Es ging nichts weiter. Klar, ich habe nicht gewusst, was ich zu lernen habe, weil ich generell nicht wusste, dass mein Gegenüber meine Dualseele ist. Seit ich aber weiß, dass er es ist, was das eigentlich ist, was wir da haben, warum das eben so kompliziert ist, mache ich auch meine Lernaufgaben. Und ich denke auch, wenn der Loslasser seine Lernaufgaben macht, kommt dann sowieso irgendwann der Loslasser, der wird einem dann geschickt, um zu überprüfen. Wo stehst du jetzt momentan? Wo gibt es noch Dinge, die du noch lernen sollst? Vielleicht handelst du dann, wenn er kommt, aus Ängste heraus, dass du dich wieder selbst unterdrückst, weil du eben Angst hast, dass es dann wieder zu diesem Stillstand kommt. Das sind meines Erachtens dann Zwischenprüfungen. Auch das habe ich bei meinen Kunden oft festgestellt, dass wirklich nach einem längeren Rückzug dann der Gefühlsklärer von selbst kommt. Und ich glaube auch, dass er dann geschickt wird von der geistigen Welt. Denn ich glaube, dass jedes Dualseelenpaar von oben gelenkt wird. Und sobald du eben reif bist, eine Prüfung abzulegen, wird diese Prüfung auch kommen, in welcher Form auch immer. Meistens ist es wirklich so, dass man dann Kontakt zu seiner Dualseele hat. Dann wird einfach überprüft, welche Fehler unter Anführungszeichen machst du noch, gibst du dich zu schnell hin, was da eben noch ein Manko bei dir ist. Da musst du oder solltest du hier auch selbstkritisch sein, wenn du diese Prüfungssituationen hast und wirklich schauen, okay, so und so habe ich mich verhalten, war das jetzt für mich okay oder habe ich es nur aus Angst heraus gemacht? Wenn es dann eben zu dieser Zwischenprüfung kommt und du die Erkenntnis hast, okay, er hat sich jetzt gemeldet, ich bin zum Beispiel gleich wieder mit ihm intim geworden. Das war für mich im Nachhinein quasi nicht stimmig. Wenn du das sagst, gehst du in dich, reflektierst, warum bin ich jetzt intim mit ihm geworden? Aus Angst, ihn zu verlieren
oder aus Angst, dass es wieder zu einem längeren Rückzug kommt. Das ist dann eine Reflexionsphase, in der du dich nach dieser Prüfung befindest, wo du hier auch ruhig selbstkritisch sein kannst, warum du so und so gehandelt hast. Und dann denke ich, gibt es wieder einen längeren Rückzug. Du weißt, okay, an dem Stand bist du jetzt. Das und das solltest du noch oder ja, solltest du noch lernen, bis es die nächste Zwischenprüfung gibt. Machst du es dann wieder gleich? Geht es dir dann hinterher wieder schlecht? Na, dann kommt wieder der nächste längere Rückzug. Und das passiert wirklich so lange, bis man auch wirklich das Gelernte, was man in der Zeit des Rückzugs für sich angeeignet hat, auch dann in der Realität, wenn er leibhaftig vor dir ist oder wenn es Kontakt gibt, dann auch umsetzt, ohne Wenn und Aber. Schaffst du das aber nicht, gibt es hier auch noch ein bisschen was zu lernen. Und deswegen sind diese Zwischenprüfungen auch sehr gut. Ich habe immer wieder Kunden, wo es diese Zwischenprüfungen gibt, in welcher Form auch immer. Da sage ich immer, pass auf, das könnte jetzt eine Zwischenprüfung sein. Das ist auch nichts Schlechtes. Wenn du mal das Gefühl hast, du bist an einer Prüfung gescheitert, ja, dann ärgert es dich vielleicht, aber du kannst wieder weitermachen. Dann kommt es leider Gottes wieder zu diesem längeren Rückzug. Auch für den Gefühlskehrer ist das eine Zwischenprüfung, nicht nur für dich. Und dann kommt, wie gesagt, wieder der längere Rückzug, um wieder weiterzulernen. Es ist wie, ich vergleiche das immer wie mit einem Schulsystem. Wenn jetzt ein Kind in die Schule geht, kommt es zu Zwischenprüfungen, ob dieses Kind dann aufsteigen kann. Damit auch eine Überprüfung, diese Tests sind ja auch eine Überprüfung für das Kind selbst, was noch gelernt werden sollte, um aufzusteigen. Das Gleiche ist bei Dualseelen. Das sind Zwischenprüfungen, damit du merkst, okay, das muss ich noch lernen, um hier wirklich sattelfest zu sein in diesen großen Lernaufgaben, wo man das dann natürlich auch umsetzt in der Realität. Denn es ist ein Unterschied, ob man jetzt weiß, okay, das und das, so und so sollte ich mich dann verhalten. Ich soll mich nicht ihm gleich hingeben, nicht gleich euphorisch sein. Das ist klar, im Kopf weißt du das, aber es ist dann schwieriger, das wirklich auch in der Realität umzusetzen. Und du solltest es ja dann bei dieser Zwischenprüfung, wenn er dann auf dich zukommt, natürlich auch beherrschen. Und dafür sind diese Prüfungen einfach gut. Was ich noch wichtig finde, ist der Abstand der Prüfungen. Also ich glaube, dass wirklich diese Zwischenprüfungen in regelmäßigen Abständen kommen. Das kann auch wirklich Monate dazwischen sein, aber alles, was über Jahre hinausgeht, wenn wirklich jahrelang kein Kontakt besteht, also gar nichts, Funkstille, glaube ich nicht, dass man da seine Lernaufgaben macht. Denn wie sollte man dann überprüfen, was noch zu machen ist. Oder es ist einfach schlicht und ergreifend nicht deine Dualseele. Weil ich denke einfach, und das sagt mir meine eigene Erfahrung, die meiner Kunden, dass es einfach nach einer gewissen Zeit der Kontakt kommen muss, um eben zu überprüfen, sofern du auch wirklich an deiner Aufgabe oder an deinen Lernaufgaben arbeitest. Und sofern dein Gegenüber natürlich auch deine Dualseele ist. Denn ich habe sehr viele Mails auch schon bekommen von Menschen, die sagen, meine Dualseele ist Jahrzehnte weg, ja, es ist einfach verschwunden. Dann ist es nicht die Dualseele. Oder du hast schlicht und ergreifend einfach deine Lernaufgaben nicht gemacht. Denn ich denke einfach, dass diese Zwischenprüfungen, und ich bekomme das immer wieder zu hören, dass immer wieder der Gefühlsklärer nach einer gewissen Zeit gekommen ist, dass er sich gemeldet hat, dass es einfach Überprüfungssituationen sind, zu schauen, wie weit bist du schon. Und vor allem, wenn diese Zwischenprüfung kommt, reflektiere danach. Verurteile dich nicht, wenn du jetzt sagst, okay, das hätte ich lieber anders machen sollen und ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich es nicht so gemacht habe. Du konntest es in dieser Situation einfach nicht anders machen. Das ist einfach so. Das ist wie bei der Schule, wenn Kinder Prüfungen haben, die einfach gewisse Dinge bei der Prüfung noch nicht können. Die können das einfach nicht. Und wenn du noch nicht so weit bist, diese Dinge, die du im Kopf für dich realisiert hast und es aber noch nicht umsetzen kannst, solltest du dich dann bei dieser Zwischenprüfung nicht selbst verurteilen. Nimm es an, sag, okay, ich konnte bei dieser Prüfung nicht anders, ich nehme das jetzt so an, ich lerne weiter bis zur nächsten
Prüfung. Und die kommt bestimmt. Wenn du weiterarbeitest, wenn er wirklich deine Dualseele ist, kommt die nächste Prüfung bestimmt. Und deswegen glaube ich wirklich, dass diese Prüfungen, sofern du daran arbeitest, sofern es wirklich deine Dualseele ist, in regelmäßigen Abständen kommt. Aber nicht, und das muss ich dazu sagen, wenn du es herbeiführst, wenn du wirklich komplett in den Rückzug gehst und dein Gefühlsklärer von selbst kommt, dann glaube ich, dass es eine Zwischenprüfung ist. Nicht, wenn du das herbeiführst. Ja? Wenn diese Prüfung kommt, wenn deine Dualseele kommt, von selbst, dann kannst du dir fast sicher sein, dass das eine Zwischenprüfung ist. Wie gehst du jetzt damit um? Machst du es gleich wie vorher? Machst du jetzt etwas anders? Und dann nutz einfach die Zeit. Und wenn du sagst, okay, ich hätte jetzt anders handeln sollen, hab's aber nicht gemacht, verfluche dich nicht oder sei auch nicht sauer auf dich oder auf die Welt oder sonst irgendwas. Akzeptier's einfach, nütze den nächsten Rückzug, denn der kommt dann, nach der Zwischenprüfung kommt der nächste Rückzug, sofern eben irgendetwas noch zu lernen ist, denn dann wäre ja sowieso die Abschlussprüfung. Aber ich rede jetzt von den Zwischenprüfungen. Nimm diese Zeit dann an, schau, warum hast du jetzt so gehandelt, was war dein Motiv, sei auch selbstkritisch mit dir, ja, und geh einfach weiter. Mach die Aufgaben weiter, die nächste Zwischenprüfung kommt bestimmt und dann machst du es vielleicht anders. Wenn du es wieder gleich machst, dann musst du halt wieder weiter lernen. Es ist wie mit der Schule. Du lernst, bis du weiterkommst. Ja, und das merk dir einfach, wenn diese Situationen mit deinem Gefühlsklärer kommen. Und ich glaube einfach wirklich, dass in regelmäßigen Abständen diese Überprüfung deines Standes quasi, da überprüft dich ja quasi die geistige Welt, wie weit du schon bist, beziehungsweise gibt dir die Möglichkeit, selbst zu reflektieren, wie weit du schon bist. Und deswegen glaube ich, dass einfach, wenn es sehr lange einen Rückzug gibt, und dann meine ich jetzt wirklich über Jahre, dass da hier irgendetwas noch nicht ganz stimmen kann. Weil du sollst ja auch, woher sollst du wissen, wie weit du bist, wenn es keine Zwischenprüfungen gibt? Und deswegen glaube ich, wenn es einfach über Jahre hier nicht einen Funken an Kontakt gibt, überhaupt nichts, Funkstille, wie tot, ja, glaube ich es fast nicht, dass du A, an deinen Lernaufgaben arbeitest oder vielleicht schon und nicht so intensiv, dass du immer wieder in den Rückfall unter Anführungszeichen gehst. Oder was ich auch oft mitbekommen habe, dass es einfach nicht die Dualseele ist. Denn wie gesagt, wenn die Dualseele wirklich über Jahrzehnte verschwindet, ja, man gar nichts hört, wie vom Erdboden verschluckt, sich nie wieder meldet, kein Funken, kein gar nichts, über Jahre jetzt, da meine ich jetzt wirklich Jahrzehnte, glaube ich auch nicht, dass das die Dualseele ist, weil einfach die Zwischenprüfungen so wichtig sind, das finde ich, weil ich muss ja auch wissen, wo ich jetzt stehe, was ich noch verbessern kann. Ja, und deswegen vergleiche ich das immer wieder gerne mit Schülern in der Schule. Da wird einfach das Wissen überprüft in der Realität, in der Prüfungssituation, um zu reflektieren, wo hier noch ein Mangel ist. Und deswegen nimm einfach diese Zwischenprüfungen an. Bedank dich auch bei der geistigen Welt, dass diese Zwischenprüfungen da sind, denn sie sagen dir, wo hier von deiner Seite aus noch Verbesserungspotenzial ist. Und da kannst du dann ansetzen. Also trau dich dann einfach drüber und vor allem mach dich nicht selbst fertig, wenn es eine Prüfung gegeben hat, die nicht so ausgegangen ist, wie du es dir erwartet hast. Dass du einfach da sauer auf dich bist, das ist natürlich klar. Aber denk dir einfach so, du hast dadurch jetzt die Möglichkeit, weiterzugehen, zu schauen, was du noch machen kannst, was du noch lernen kannst. Nimm das als positiv, sehe es als positiv, als weiteren Entwicklungsschritt. Denn wenn du jetzt weißt, wo hier noch ein Manko ist, kannst du gezielt an diesem Manko auch arbeiten, ja? Und deswegen finde ich diese Zwischenprüfungen toll. Ja, also ich freue mich immer, wenn ich solche Zwischenprüfungen habe. Jetzt hatte ich vor einem Monat so eine Zwischenprüfung, habe ich gemerkt, okay, jetzt handle ich wieder so und so, wie ich selber eigentlich nicht wollte. Ja, ich konnte aber in diesem Moment nicht anders und habe jetzt für mich reflektiert, okay, da ist jetzt noch ein Manko bei mir und da setze ich jetzt an.
Und sehe es als positiv und freue dich auf die nächste Prüfung. Ich freue mich auch schon, ja. Also, ja, ich sehe diese Zwischenprüfungen wirklich als positiv an und das kannst du auch. Und wenn du wirklich weißt, wo hier noch bei dir zu lernen ist, pack das an, pack den Stier bei die Hörnern quasi und mach deine Lernaufgaben. Ja, es kann nur mehr besser werden. Ja, und das ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Das wollte ich dir eigentlich mit diesem Video sagen, mit den Zwischenprüfungen, wie wichtig sie sind. Und vielleicht hast auch du ein Thema, was dir sehr wichtig ist im Dualseelenprozess. Dann schreib mich einfach an. Vielleicht hast du einfach das Gefühl, du möchtest einfach mal jemand Außenstehenden, weil Freunde können das oft nicht so verstehen, Sorgen von der Seele zu schreiben quasi. Da kannst du mir natürlich auch gerne schreiben. Ich kann natürlich nicht gleich immer alles beantworten. Da brauchst du einfach Geduld, aber kannst natürlich auch gerne machen. Und dafür bin ich ja auch da, dass du vielleicht mal meine Unterstützung brauchst, einen kleinen Tipp, einen Rat. Und melde dich einfach, egal welches Anliegen auch immer. Alles Gute, ciao!